Ich bin Arjen Mogadam. Ich habe zusammen mit meinem Co-Founder Maurice Fischer die Firma Heimatgut vor 6 Jahren gegründet. Also mein Co-Founder und ich, wir haben uns in der 6. Klasse in der Schule kennengelernt. Wir haben beide im Ausland studiert und unsere Base war immer Hamburg. Wir kannten halt die Supermärkte aus New York und London und haben da einfach so viel Vielfalt gesehen, so viele tolle Möglichkeiten auch zu snacken, einfach Lebensmittel zu sich zu nehmen, die einfach für den Körper besser sind. Ich bin Stefan Kulak und ich bin seit August letzten Jahres Online-Marketing-Manager bei Heimatgut. Für mich persönlich ist zum Beispiel auch wichtig, für eine Firma zu arbeiten, die jetzt, wo ich das Gefühl habe, das läuft in die richtige Richtung. Unsere Firma fokussiert sich rein auf biologische Produkte. Wir wussten einfach, wir wollen es probieren, wir wollen es machen und hatten keinen Background in Food und haben wirklich die hauseigene Küche in Beschlag genommen, die Badewanne als riesigen Waschbecken genommen und haben sehr viel probiert und die Ergebnisse waren echt cool. Naja, wir wollen für die Kunden bzw. unsere Kunden die Möglichkeit darstellen, besser zu snacken. Unsere Snacks sind bio, die sind vegan und die sind total frei von Zusatzstoffen. Also was für mich Nachhaltigkeit bedeutet, ist vor allem halt Schritt für Schritt irgendwie darauf hinarbeiten, dass wir jetzt nicht die Letzten sind, die noch was von der Erde haben. Für mich ist das einfach ein Prozess und man kann ja immer jeder für sich gucken, wie kann das ein bisschen besser machen. Aufs Unternehmen gesamtheitlich betrachtet wollen wir im nächsten Jahr das Projekt nachhaltigere Verpackungen an den Start bringen. Wir wollen es schaffen, biologisch abbaubare Packungen für alle unsere Produkte zu benutzen. Dieser Innovationsprozess, der entsteht ja auch gemeinsam mit unseren Lieferanten. Also wir gehen da auch in Gespräche und sagen, hey, wir können einen Schritt weiter gehen und wie können wir denn noch ein Schrittchen voraus sein? Was brauchen wir nicht jetzt, was brauchen wir in 5 Jahren? All one, wir sind alle eins. Und wenn jeder seinen Beitrag dafür leistet, dann leben wir in einer besseren Welt. Wir sind Heimatgut. We are Hybrid.